Also mein Sohn wollte erst mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun haben, Dorf und überhaupt, das war alles ihm sehr fern. Und dann hat er Abi gemacht, dann hat er freiwilliges soziales Jahr gemacht und ist zum Glück nach Berlin gekommen, in die große Stadt, und hat festgestellt, dass Stadt auch nicht schöner ist als Dorf, im Gegenteil. Josef Jacobi hatte bis vor kurzem noch Angst um die Zukunft seines Hofs. Lust auf Landwirtschaft, die kam dann bei seinem Sohn Julius erst ziemlich spät. Dann aber richtig. Heute kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Also das Landleben, die Natur, wenn ich auf dem Schlepper sitze draußen und am Ackern bin, das will ich nie wieder missen gegen die Hektik in der Stadt. Naja, und die meisten meiner Freunde finden es irgendwie auch cool, weil das ja heute nicht mehr so klassisch ist, in der Landwirtschaft zu sein. Und das ist mal was anderes, sage ich mal. Die coole Sache hat nur einen Haken. Vater Josef ist schon über 70. Julius muss jetzt Gas geben. Die Ablösung muss zeitnah geschehen. Erst Ausbildung, jetzt Schule für biologischen Landbau. Julius muss sich ranhalten. Ich habe noch unheimlich viel zu lernen und würde mir natürlich auch eigentlich wünschen, dass ich dafür noch ein bisschen mehr Zeit hätte. Aber dadurch, dass mein Vater natürlich schon ein gewisses Alter hat, drängt es so ein bisschen auch direkt in die Verantwortung zu gehen. Der Hof Jacobi setzt vor allem auf die Vermehrung von Bio-Saatgut. Das muss ausgesät und gepflegt werden, und dafür ist Josef Jacobi täglich unterwegs. Ein waches Auge ist Teil seines Erfolges. Wieder so etwas, was Julius lernen muss. Da fahre ich jeden Morgen mit dem Fahrrad rum und ich freue mich, wenn mein Sohn mitkommt. Und ich erkläre ihm dann, weil ich ja nun ein bisschen Erfahrung habe, was man so machen kann. Da spritzen alle Konventionellen dagegen. Das ist eine typische Fruchtfolgekrankheit. Er weiß immer alles, aber ich bin froh, dass er mir einfach mich teilhaben lässt an seinem Wissen und das, was er eben an Erfahrungen gesammelt hat, mir ein Stück weit weitergibt, um auch das langfristig im Betrieb zu behalten, dieses Wissen. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert, und das kann keine App und kein Smart Farming Programm irgendwie ersetzen. 140 Hektar hat der Hof Jacobi in Körbeke. Der Großteil geht für das Saatgut drauf. Dann sind da aber noch die Kühe. Komm her, komm! Die zweite Säule des Betriebes. Schon 1980 stellte Josef Jacobi auf Bio um, weil seine Frau ihn sonst nicht geheiratet hätte, sagt er. Damals gab er nach und ist heute noch dankbar dafür. Von Vater zu Sohn setzt er jetzt auf Weisheit. Natürlich gibt es zwischen den Generationen auch oft mal unterschiedliche Meinungen, das muss so sein. Und im Nachhinein kommt es dann ohnehin wieder anders. Trotzdem sagt er natürlich auch mal, ah, das habe ich schon 5-mal versucht und es ging immer schief oder so. Meistens muss ich es dann trotzdem erst einmal versuchen, bis ich merke, okay, stimmt, war eine doofe Idee. Die Vermarktung des Saatgutes ist für die Jacobis das Kerngeschäft. Sie hat vor allem etwas mit Beratung zu tun. 40 verschiedene Sorten haben die Jacobis im Angebot. Was passt zu wem und auf welchen Acker? Davor hat Julius echten Respekt. Dann einem Landwirt, der seit 50 Jahren Landwirtschaft betreibt, zu erzählen, wie er jetzt seinen Acker zu bestellen hat oder was für Saatgut er eben braucht, das ist was, wo ich großen Respekt vor habe. Jugendliche Dynamik trifft bei den Jacobis auf Erfahrung. Keiner kann ohne den anderen, das wird schnell deutlich. Julius hat mit Mitte 20 große Pläne für die Zukunft. Neue Ställe, neue Technik, neue Tierhaltung, neue Vermarktungswege. Der frische Wind auf dem Hof macht Josef Jacobi glücklich. Also ich sehe die Zukunft des Hofes sehr positiv. Es muss sich natürlich einiges ändern. Und seine Freundin zieht auf dem Hof mit ein, die macht Grafikdesign und hat für meine Frau in der Käserei schon sehr viele Entwürfe gemacht, hat unsere Homepage gemacht, und es ist sehr positiv, dass sich da auch in der Richtung was tut. Von daher denke ich mal, es ist alles prima. Der Biohof Jacobi ist einer von 240 Demonstrationsbetrieben ökologischer Landbau. Diese Betriebe öffnen ihre Türen für alle Interessierten und zeigen, wie der Ökolandbau in der Praxis funktioniert.
Das Netzwerk ist ein Projekt im Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft und wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert.